Hallo und herzlich willkommen. Heute zeigen wir euch eine einfache Schnellrechenmethode für das Multiplizieren im Zahlraum von 11 bis 19. Wir fangen mal mit einem einfachen Beispiel an. 13 mal 17. Als erstes rechnen wir die erste Zahl, also bei unserem Beispiel die 13 plus die 7, also die zweite Ziffer der zweiten Zahl. Das zusammen ergibt 20. Danach müsst ihr an das Ergebnis der ersten Rechnung eine 0 reinhängen. Bei uns wird aus der 20 die 200. Nachdem ihr damit fertig seid, kommt nun der dritte Rechenschritt. Ihr müsst jetzt die letzten Ziffern der beiden Zahlen, die ihr multiplizieren wollt, miteinander multiplizieren. Bei uns ist das 3 mal 7. Und das ergibt 21. Jetzt kommt der letzte Rechenschritt. Ihr müsst nur noch die Ergebnisse aus Schritt 2 und 3 addieren. Also 200 plus 21. Das ergibt 221. Und das ist schon unser Ergebnis. Hier seht ihr nochmal die Rechnung und das Ergebnis. Das Ergebnis von 13 mal 17 ist 221. Nun zeigen wir euch noch ein anderes Beispiel. Dieses ist etwas schwerer. 16 mal 18. Als erstes müsst ihr 16 plus 8 rechnen. Das ergibt 24. Danach müsst ihr an die 24 eine 0 ranhängen. Danach 6 mal 8 rechnen. 6 mal 8 ergibt 48. Der letzte Rechenschritt ist noch 240 plus 48 rechnen. Das ergibt dann unsere Lösung. Unsere Lösung ist 288. Hier zeigen wir euch noch ein paar Beispielaufgaben. Wenn ihr die lösen wollt, dann pausiert das Video. Danach zeigen wir euch die Lösungen. Das erste Beispiel ist 12 mal 16. Danach 14 mal 18. Ein weiteres Beispiel ist 19 mal 13. Ein anderes 19 mal 18. Natürlich können auch Ergebnisse über 300 sein. Jetzt zeigen wir euch die Lösungen. Die Lösung von der ersten Aufgabe, 12 mal 16, ist 192. Von der zweiten Aufgabe, 14 mal 18, ist die Lösung 252. Von der dritten, 19 mal 13, beträgt die Lösung 247. Und von unserer letzten Aufgabe, 19 mal 18, ist die Lösung 342. Dieser Film ist von Felix, Veronika und Anna.